This is Wake News Radio with Detlev on UWS Community Radio and the International Community Radio Network. Yes to the New World Order! Ja, schauen wir mal hier, ob das heute live klappt hier mit uns, ob der Ton gut ist. Soll ich mal reinhören? Schauen wir mal. Ja, doch, klingt noch gut. Okay, ich grüße euch zur heutigen Sendung am 6.6.2013. Ja, und da muss ich sagen, das ist ein besonderes Datum, ne? Weil heute geht's ja bei Bilderberger richtig los, oder? Schauen wir mal, was dabei rumkommt. Auch wir wollen da ja mit drüber berichten, denn wir haben ja auch am Samstag unsere Sondersendung. Gleich hier gebe ich das bekannt. Am 8.6. 13 Uhr starte ich wieder mit 2 Sonderstunden auf Deutsch. Und danach geht vieles auf Englisch weiter. Ne? Und da hören wir sicher ganze Menge direkt auch von Watford, das ist in der Nähe von London, wo die Bilderberger Sitzung stattfindet, weil einige von unseren Leuten dort vor Ort sind. Okay, also erstmal grüße ich alle hier, die zuhören, ganz besonders natürlich auch die von milen-fm.net und von joyce.net, die uns auch freundlicherweise mitstreamen. Ja, und natürlich ganz sicher hier auch unsere Bande, die immer hier im Chatraum sich trifft, wo man sich übrigens auch austauschen kann. Kann man mir auch mal versuchen, Mitteilungen zuzusenden. Da blicke ich auch manchmal drauf. Ja, kann ich aber nicht die ganze Zeit, weil das relativ schnell geht. Und wer möchte, gell? Wer möchte, der kann sehr gerne mir auch Infos, Kommentare und so weiter zusenden unter radio@wakenews.net. Okay. Dir grüßen schon alle möglichen. Hier, mein lieber Freund. Ja, ich krieg dir hier gleich eine Kritik übrigens, ne, von jemanden, der, warte mal, wo ist das hier? Muss ich mal gerade beschauen. Und sagt der nachher wieder, ich habe das alles falsch gemacht. Das ist so, ne? Mach ich doch gern. Jetzt kommt keine Kritik, sondern Feedback, schreibt er. Sag mal, warum kannst du nicht die Menschen namentlich benennen, wenn du sagst, einer hat im Chat geschrieben? Ja, warum ist oder könnte das so wichtig sein? Ich denke mal, es hat mit etwas sehr Entscheidendem zu tun, dem Gefühl der Wichtigkeit. Brauchen wir das nicht? Alle denken mal drüber nach. Und das war übrigens, das war Copyright, der mir das geschrieben hat. Vielen Dank für den Kommentar. Ich habe ihm dazu geschrieben, dass ich das gerne tue, ja, wenn demjenigen das recht ist. Ne? Kann ich ja nicht immer wissen. Ne? Deswegen habe ich das dann immer so anonymisiert, weil der eine sagt, also da kann man also durchaus meinen Namen nennen, und der andere sagt, bitte nicht. Ne? Oder der andere denkt gar nicht dran und so. Ja, aber wenn mir das explizit gesagt wird, auch im Chat oder per E-Mail, tue ich es gerne, kein Problem. Ja, ja, also das, ich nehme Kritik gerne entgegen, wenn sie sachlich und vernünftig ist und vor allen Dingen die Dinge verbessern soll. Ja, die, was verschreibt ihr? Ole schreibt an meinen Kaffee, Ole ist das. An meinen Kaffee denkst du auch noch, Detlef. Aber erst in der Pause, in der nächsten. Okay, ja, wir hatten also ja am Dienstag schon eine ganz spannende Sendung, denke ich. Die hatte es auch in sich mit Krieg und Sintflut auf den Straßen. Die Sintflut ist, teilweise wieder abgeflaut, ja. Aber der Krieg auf den Straßen geht weiter. Und die Sintflut, wer weiß, kommt auch wieder mal irgendwann wieder. Wir wissen ja, da kann eine Menge passieren. Ja, und da kam also viel Feedback, also Feedback heißt ja nichts anderes als Rückkopplung von vielen, die zugehört haben und die das mit verfolgt haben. Und insofern, ja, habe ich das Gefühl, dass da viele damit einverstanden waren, dass wir mal über diese Dinge auch vor allen Dingen in der Türkei gesprochen haben, weil die da so ein bisschen jetzt hier wieder abgewürgt wurden, die Informationen. Also sehr viel Neues kann ich dazu im Moment nicht berichten. Wenn ihr was habt, schickt es mir gerne rein. Aber auf jeden Fall weiß ich, dass es da mächtig weitergeht, weil
hier ist der Drache angekratzt worden am Rücken. Er ist aufgewacht und hat den Kopf erhoben und ja, ist bereit aufzustehen. Und darum geht es natürlich auch so ein bisschen heute in dem Thema, nämlich Aufruhr auf dem Sklavenplaneten. Ja, bevor wir da einsteigen, nochmal herzlichen Dank also auch an alle Künstler, die uns immer ihre Musik hier zur Verfügung stellen. Ganz klasse. Und da hörten wir hier eingangs von Kinetic Jane, Format A. Ja, ganz eigenwillig mal musikalisch beschrieben. Ja, nicht schlecht. Okay. Ja, und wir hören noch einiges, ich glaube sogar was neu komponiertes vom Copyright. Okay? Schauen wir mal. Ja, also ich habe ja immer zu jeder Sendung, die ich mache, schreibe ich einen Artikel bei meinem Blog mywakenews.wordpress.com. Da findet man also dann auch die entsprechenden Links, über die wir zum Teil heute sprechen, und später auch die Aufzeichnung der Sendung, die man sich dann die man sich dann einfach da anhören kann, wenn ich das dann hochgeladen habe, als Video. Bezüglich Video, gleich auch nochmal eine Information, da ich ja überwiegend YouTube nutze, bin ich natürlich auch immer angewiesen da auf deren Inhalte und wie die das da immer auch von dem Design und von der Technik her ändern. Die sind ständig am Ändern, also das ist sehr mühsam. Die haben also jetzt schon wieder alles verändert und ich komme gar nicht dahinterher, das auch noch alles zu bearbeiten. Das ist also im Moment noch so ein bisschen provisorisch, was ich da reingestellt habe. Aber wichtig ist ja, dass man die Videos sich anschauen kann. Alles andere kommt im Laufe der Zeit. Die wollen halt so einen quasi so einen eigenen Ding da reinbringen. Was so war das ja früher gedacht. YouTube war eigentlich gedacht, es ist dein Videokanal. Ne? So ungefähr sollte das eigentlich sein. Aber das ist alles ganz umgebaut worden. Wir wissen ja, Google ist einer der Bilderberger Vorreiter für die neue Weltordnung und YouTube wurde aufgekauft mit dem Ziel natürlich auch dort alles zu funktionieren und wir müssen halt damit leben. Wenn also alle Stricke reißen sollten und das mal so unmöglich wird dort, dann müssen wir halt selber auf der eigenen Seite streamen. Da arbeiten wir auch dran, dass das nachher möglich ist. Aber gut, im Moment, solange es noch geht, machen wir es so. Okay. So, also steigen wir mal rein in das Thema von heute. Und wie gesagt, für alle, die auch vielleicht neu eingeschaltet haben sollten, ich nehme hier kein Blatt vor den Mund und sage es so, wie ich es sehe, wie meine Ansichten sind und eure Ansichten nehme ich mit hinein in die Diskussion und wer es mir explizit sagt und wer es mir explizit erlaubt, da nenne ich ihm gerne den Namen oder Künstlernamen, wenn das gewünscht ist. So, also, das Thema Aufruhr auf dem Sklavenplaneten. Nur gemeinsam sind wir frei, findet sich, wie gesagt, bei myawakeness.wordpress.com. Und da heißt es, Unruhe liegt in der Luft. Schon seit geraumer Zeit braut sich etwas Dunkles am Horizont zusammen. Während die von den Reichen, den DIMMs, gesponserten Regierungen das Geld mit vollen Händen aus dem Fenster werfen, sich natürlich gleich dabei bereichern, Unmengen unsinniger Geschäfte machen, in Kriege investieren, um wiederum als Handlanger für die paar dominanten Irrsinnigen, die diese Woche in einem Gremium des Grauens, dem Bilderberger Meeting in Watford, in der Nähe von London, zusammenhocken, um ihr grausames Spiel weiter zu planen und über Wege der Umsetzung verhandeln, hungern die Menschen weltweit, werden in Knechtschaft gepresst, verlieren ihre Wohnungen, ihre Lebensgrundlagen und sehen einer düsteren Zukunft entgegen. Täglich prallen ihnen ungeheure Korruptionsskandale ihrer Regierungsvertreter und von anderen Reichen, die sich gegenseitig die Bälle zuschieben, entgegen. Fassungslos kann man den Zerfall von Gesellschaft und einem positiven Grundgedanken erleben.
Überall lodern die Feuer, explodieren die Volksseelen, ob Türkei, Griechenland, Portugal, Spanien, Frankreich und vieles mehr. Es herrscht Aufruhr auf dem Sklavenplaneten. Ja, und nun nähert sich wohlmöglich die Entscheidungsschlacht zwischen Unterdrückern und Unterdrückten. Die besseren Karten haben eigentlich die Unterdrückten, denn sie sind an Menge unübertroffen überlegen, wenn sie sich zusammentun. Und davor haben die Dims, die dominante irrsinnige Minorität, gewaltige Angst, denn dann ist es nämlich aus mit der Schreckensherrschaft, dann ist es vorbei mit den Kontrollfreaks, dem Massenmord, der Umweltzerstörung, den Vergiftungen, der Ausplünderung von Ressourcen, dann sind Tor und Tür geöffnet für ein Leben in Freiheit und Wohlstand. Denn die Erde und das Universum halten unglaubliche Schätze für uns bereit, wenn wir uns diesen öffnen und diese für uns alle erschließen, nicht zur Ausbeute, sondern zur harmonischen Nutznießung. Und nur gemeinsam sind wir frei und während den Anfängen und über das und vieles mehr will ich heute mit euch in dieser Sendung sprechen. Ja, also wie gesagt, ihr seid eingeladen, hier mir eure Infos reinzusenden unter radioawakeness.net und da habe ich auch schon einige Zuschriften bekommen und da können wir eigentlich eine ganze Menge andere Dinge auch gleich mitdiskutieren, das ist überhaupt kein Problem. Das bietet sich heute an, weil eigentlich alles dazu gehört, was wir ja auch in den vergangenen Sendungen immer diskutieren. Uns ist ja klar geworden, und ich fasse das hier vielleicht nochmal zusammen für diejenigen, die die Sendung von vorher nicht so gut im Kopf haben. Wir haben festgestellt, wir leben in einer Matrix, eine Matrix, die uns seit ja, Geburt, noch vorher, ja, seit Jahrhunderten übergestülpt wurde, wo wir nicht erkannten oder die meisten nicht erkannten, dass es so ist. Und man hat uns eigentlich als Sklave großgezogen, indoktriniert und nutzt und ja, braucht uns als Sklaven. Wir müssen also für diese paar wenigen alles hergeben. Wir haben scheinbar keine Rechte, wenn es nach den Vorstellungen dieser dominanten irrsinnigen Minoritäten geht. Und hinter Kriegen, hinter Katastrophen, hinter Wirtschafts- und Finanzdesaster steckten eigentlich immer dieselben, nämlich diese kleine Gruppe von unermesslich reichen, wohlhabenden, vermögenden Familien, die uns seit ja, geraumer Zeit generationsübergreifend ja, wie Tiere halten, ne? So aus deren Sicht. Weil mehr sind wir nicht aus deren Sicht. Und deswegen tun und lassen die mit uns, was sie wollen. Und sie haben ein Geflecht von Firmenstrukturen über uns gelegt, die alle miteinander verknüpft sind, alle denselben gehören. Und diese, ja, täuschen uns und machen uns vor, sie seien Regierungen und unabhängige Staaten. Dabei sind alle miteinander verknüpft und durch das Agenda 21 Programm, das vor einigen Jahren weltweit verabschiedet wurde, haben sich auch alle verpflichten müssen, dem nachzukommen, den Wünschen dieser dominanten irrsinnigen Minorität und deren Ausschussgruppierungen, wie zum Beispiel der CFR, der Council on Foreign Relations in New York, wo also sehr viele einflussreiche Leute organisiert sind, auch die Medien, die kontrollierten Medien, die natürlich auch überwiegend im Eigentum eben dieser wenigen mächtigen Familien stehen, als auch zum Beispiel dem Bilderberger Meeting oder der Trilateralen Kommission, die wiederum mehr so für den Fernen Osten zuständig ist, und noch andere Gruppierungen, wo sie uns eben gefangen halten. Und das alles aus
ja eigentlich außerhalb der sogenannten parlamentarischen Kontrolle und natürlich außerhalb der Öffentlichkeit. Und das ist, glaube ich, das, was jetzt mehr und mehr bröckelt, weil man hat jetzt auch schon die ersten Berichte gesehen, überwiegend natürlich auch von dem einflussreichsten Medium in der Aufweckszene, das ist Infowars, die also auch inzwischen attackiert werden von ihrer Internetseite her, die war jetzt teilweise auch mal gehackt gewesen. Und der Alex Jones selbst ist ja vor Ort auch und hat schon die ersten Eindrücke wiedergegeben, mit den jeweiligen Leuten gesprochen, die dort dieses Bilderberger Meeting auch besuchen, als Leute, die sich das nicht nur ansehen wollen, sondern auch ihren Unmut darüber zum Ausdruck bringen möchten, sowie natürlich auch mit diesem Sicherheitspersonal, den bewaffneten Uniformierten, die dort auch, ohne dass sie wirklich die Hintergründe kennen oder wenn, dann einfach dem System gehorchen, weil sie Angst haben um ihr Einkommen oder um ihre Karriere bei der jeweiligen Institution, einfach das ausführen, was man ihnen sagt. Ne? Die haben ja auch eine Flugverbotszone eingerichtet über diesem Watford, wo also dieses Meeting stattfindet, in diesem Hotel. Wer das mal gesehen hat, die Bilder, ist auch hochspannend. In dem Brunnen ist so ein halbes menschliches Skelett als Kunstwerk dargestellt. Das ist unglaublich, was da los ist. Also es ist nicht zu glauben. Aber wir werden ja ganz viel auch über Bilderberger noch hören. Warum ist Bilderberger so wichtig? Weil wir wissen, dass Bilderberger überwiegend hier natürlich auch für den europäischen Raum zuständig ist und für die USA und deren Entscheidungen bei den jeweiligen Meetings immer sofort auch in die Umsetzung gelangen bei den jeweiligen Regierungen, die sich verpflichtet haben oder bei den Medien oder Firmen. Wir hatten da ja auch Firmen und Unternehmer festgestellt, die dort auf diesem Meeting mit teilnehmen. Ich erwähnte dieses Grillo Werke AG aus der BRD, die also da Nanopartikel im Metallbereich auch herstellen oder vertreiben. Also wir müssen da Acht geben darauf, wer dabei ist, und die Liste wurde veröffentlicht, die findet man also bei Wakefulness.net News, und ich werde sie auch nochmal hier dann prominent aktualisieren auf meinen Seiten. Und ja, deswegen müssen wir uns hier immer ganz im Klaren sein darüber, dass sämtliche Entscheidungen aus diesem Meeting also uns dann auch in naher Zukunft sofort treffen. Und wir wissen, es gibt hier in einigen Staaten oder Regionen wie der BRD jetzt anstehende politische Änderungen, ne, die eigentlich schon festgelegt sind, aber da wird vielleicht auch noch korrigiert. Das wird sicher Einfluss haben, auch auf das, was hier passiert. Und wir wissen, die BRD spielt eine unselige Rolle in dieser Verknechtung und Versklavung. Und deswegen denke ich, ist es wichtig, dass wir auch darüber diskutieren, denn das hat für alle Konsequenzen, nicht nur für die Leute, die in der BRD wohnen. Ja, also wie gesagt, ihr könnt hier gerne mitmachen. Ich habe auch schon einige Mails hier bekommen. Klasse, gehen wir dann gleich nochmal drauf ein. So, und aber wir müssen natürlich auch immer wissen, die Matrix ist nicht alles. Die Matrix ist nur das, was wir jetzt hier an Grauen erleben auf der Welt und auf der Erde. Und auch da gibt es natürlich einige Informationen, die weit darüber hinausgehen als das, was wir hier normalerweise so bei den News diskutieren. Und es hat auch noch andere Aspekte zu den Dimensionen, in denen wir uns bewegen. Ich denke, da kann man ruhig drüber sprechen. Ich veröffentliche sowas natürlich auch bei Planet X News. Das ist die Seite, wo ich also auch über besondere Dinge, die die Welt angehen, Katastrophen und so, berichte. Und da war mir eben auch etwas zugespielt worden, nämlich ein Video, eine Aufnahme von dem ex-kanadischen Verteidigungsminister, der also im Alter, ja, nachdem er aus dem aktiven Dienst ausgeschieden ist, einen Bericht brachte über die
Erfahrungen, die er gesammelt hat während seiner Dienstzeit. Und er sagte, ich war so beschäftigt mit den Aufgaben, die ich erfüllen musste, in der Funktion, die ich hatte als Verteidigungsminister, in der Zusammenführung von verschiedenen Truppenteilen und Militärteilen und so. Und da hat er offenbar da also eine Strategie ausführen müssen, die schon im Hinblick auf die neue Weltordnung gedacht ist, natürlich, wie in allen Ländern, anderen Ländern auch, ist ja klar. Aber er erhielt und bei den Fragen immer auch wieder Informationen über beispielsweise nicht identifizierte Flugobjekte, die Sichtungen oder die Meldungen von diesen Sichtungen wurden also ja in den letzten Jahren erheblich stärker. Und er hat also die immer zur Seite gelegt, hat gesagt, ich habe dafür jetzt keine Zeit, ist zwar interessant und müsste man auch mal dran arbeiten, war aber nicht auf seiner Prioritätenliste. Und deswegen hat er das eigentlich immer so zur Seite geschoben während seiner aktiven Zeit. Und später hat er dann, als er dann seine Aufgaben so erfüllt hatte, dann mehr da hineingeschaut, weil auch immer mehr solche Informationen reingereicht wurden, eben auch von Militärpersonal und also Leuten, die ja so wirklich wissen, wo es lang geht, auch Piloten und so weiter. Und hat das dann also tatsächlich ausgewertet und ist zu der Erkenntnis gekommen, ich fasse das hier zusammen, ihr könnt alle dieses Video euch anschauen, da ist die Überschrift Four Alien Races Living on Earth, also übersetzt heißt das vier nichtmenschliche Rassen, die auf der Erde leben, Fragezeichen, wo man einfach dann, muss das natürlich auf Englisch dann verstehen, wo er dann also zum Besten gibt, dass er definitiv weiß von all den Unterlagen und den Recherchen, die er gemacht hat, dass es wohl vier solcher fremder Lebensformen hier auf der Erde geben soll, wovon zwei sich offenbar mit der US-Administration zusammengetan, ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber die arbeiten irgendwie zusammen. Und deswegen gibt es vielleicht auch den Technologietransfer im Militärwesen und anderen Dingen. Aber wie gesagt, mehr kommt eigentlich auch bei dieser Sendung nicht heraus, aber es ist auf jeden Fall eine Bestätigung von hochstehenden offiziellen Mitarbeitern einer Regierung, was er aber jetzt natürlich als Privatmann äußert, die also Hinweise darauf hingeben, dass die Vermutungen richtig sind, dass also auch noch andere hier eine Rolle spielen. Und unter dem Aspekt kann man natürlich auch dann ganz viele andere daraus abzuleitende Maßnahmen, die wir tagtäglich erleben, die uns so unbegreiflich scheinen, vielleicht erklären. Ne? Dazu gehören die Chemtrails, dazu gehören die Unmenschlichkeit der Personen, die also in den Regierungen arbeiten, die also nicht für das Volk sind und ihre Aufgaben dort erfüllen, so wie sie es eigentlich machen müssten und wie sich die meisten Leute das auch so vorstellen, sondern eben ganz anders agieren und auch die Kriege, die Gewalt, die geführt werden, lassen sich möglicherweise so erklären. Aber auch das führt vielleicht jetzt hier heute ein bisschen zu weit. Da können wir vielleicht nochmal eine extra Sendung drüber machen, wenn wir auch noch weitere neue Informationen dazu bekommen. Das ist natürlich ein hochspannendes Thema. Auf der anderen Seite für viele unfassbar, die sich das nicht vorstellen können. Aber die können sich ja nicht mehr vorstellen, viele, dass die Chemtrails gesprüht werden oder dass wir vergiftet werden, all solche Dinge. Oder dass es überhaupt irgendeine solche Agenda gibt, die hinter den Kulissen gegen die Menschheit gespielt wird. Und insofern denke ich, werden die dann auch mit dem Thema ein wenig überfordert. Aber wir tun das hier, weil ich nehme kein Blatt von dem Mund. Und deswegen sollten wir auch durchaus solche Informationen dann wahrnehmen, die wir auch anders noch bekommen. Nämlich, wenn einer mal diese Videos, die ich auch mal in früheren Monaten auf Planet X News verlinkt habe, bezüglich von der Analyse von Mars und Mond, wo also einige die entsprechenden Aufnahmen, die offiziell zur Verfügung stehen, analysiert hat und dort enorme Entdeckungen gemacht hat, nämlich dass es dort
offenbar künstlich erzeugte Bauwerke gibt, die aber in einer Art und Weise gestaltet sind, dass es also nicht zu glauben ist, nämlich in Form von Tiergestalten. Das heißt, wenn man das dann von oben betrachtet und das so ein bisschen markiert, dann merkt man, dass richtig gehende Tierbilder zu sehen sind. Aber diese Tierbilder sind nicht reine Tierbilder, sondern das sind immer in Verbindung mit irgendwelchen Bauwerken oder Bauwerke, die da drin integriert sind, die man dort entdecken kann. Das ist also sehr spannend, sich sowas mal anzusehen. Es ist einfach unfassbar, nicht, was man alles so entdeckt. Umso interessanter war es, dass ich jetzt hier also auch nochmal ein Video fand von einem, der hier auch mal einige deutsche oder europäische Funde diesbezüglich gemacht hat. Das hatte ich mir gestern noch angeschaut, bis in die späte Nacht, ne, weil das auch relativ lang war. Ne? Kann ich alles. So viel Zeit hat man ja gar nicht, alles sich anzuschauen. Wo der Klaus Jäger ein Video gemacht hat mit dem Namen Dämon Reptilians fressen Schafe, okkulte NDO-Bauten in deutschen Städten und Bilder heidnischer Götzenverehrung. Das ist natürlich ein sehr umfangreiches Video, aber ich will auf den Abschnitt hinaus, wo er eben die Stadt Köln mit der Stadt Rom vergleicht, weil wir wissen ja, Köln ist eine römische Enklave, das heißt, Köln soll von den Römern gegründet worden sein als Kolonie, deswegen heißt es auch Kolonie. Kolonie, ne, ist das ja in der Übersetzung. Ja, und das ist so also ganz interessant. Fand ich also ganz witzig, was er da gefunden hat, aber ich will jetzt hier nicht auf die Einzelheiten eingehen. Aber es gibt da wieder einen Hinweis darauf, dass hier Dinge ablaufen, die fern von dem Verstande, fern von dem üblichen Denken abweichen und etwas darlegen und darstellen, was die meisten sich gar nicht vorstellen können. Es ist also, ja, unglaublich. Naja, umso mehr müssen wir natürlich unsere Augen auch darauf richten, was diese denn hier mit uns vorhaben. Und wir wissen, es gibt diese langfristige Planung, die Menschheit zu reduzieren, anzahlmäßig. Und das wissen wir, darüber haben wir viele, viele Sendungen immer wieder gesprochen, nämlich die auch in Stein gemeißelten Zielsetzungen, also die Weltbevölkerung unter 500 Millionen Menschen zu halten. Das bedeutet natürlich, dass also eine erhebliche Anzahl von Menschen hier vom Erdboden verschwinden müsste, um das zu realisieren. Dass das zurzeit nicht in dem Umfang stattfindet, ist klar, weil es fallen hier nicht jeder Zweite hier um, ne? Im Moment rechts und links von dir. Das ist nicht der Fall. Es ist ein schleichender Prozess und man weiß nicht, ob es eventuell noch irgendwelche besonderen Kataklysmen ähnliche Dinge geben wird, die also dann dafür sorgen werden, dass sehr, sehr viele sterben. Da wird ja ganz offen drüber diskutiert. Auch das haben wir immer viele, viele Male in unseren Sendungen gesprochen, dass man also sehr wohl uns mit biochemischen Waffen dezimieren kann. Das hat es auch in den vergangenen Jahrhunderten immer mal wieder gegeben. Man denke nur an die Pest oder andere solche Pandemien, die stattgefunden haben, die sich auch über breite Erdteile aus verbreitet haben. Also da hat sich, da ist also immer schon so etwas auch mal gewesen. Und da wird auch vermutet, dass da vielleicht der eine oder andere die Finger mit im Spiel hatte, dass das nicht alles eine natürliche Reaktion gewesen sein kann. Ja, und das wird also befürchtet, dass das kommen könnte und natürlich jeden Tag erwartete Weltkrieg Nummer 3 sozusagen, einfach um eine Zahl zu nennen, das wissen wir auch. Und natürlich das Aushungern der Bevölkerung, was ja hier überall schon im Gange ist. Und dann natürlich die möglicherweise in den jeweiligen Nationen oder Regionen stattfindenden Bürgerkriege, Aufstände, Revolten, Aufruhr. Und da sind wir schon drin. Die Aufruhr
ist auch in Europa angekommen. Das schon seit einiger Zeit, denn wir erinnern uns, es schwappte von Island nach Griechenland, beziehungsweise waren das zwei verschiedene Orte, wo die DIMMs mal angetestet haben, wie sie es machen können. Und Unruhe und Aufruhr gibt es überall in Südeuropa auf jeden Fall und jetzt auch in der Türkei. Wir haben die Dinge diskutiert am Dienstag, kann sich jeder die Sendung gerne nochmal anhören. Es ist bestimmt immer noch relativ aktuell, auch die Dinge, die da berichtet wurden, was alles abgeht und passiert und wie die Brutalität eben dieser bewaffneten Uniformierten gegen die Bevölkerung sind. Das ist also unglaublich. Und da kann man einfach nicht mehr davon ausgehen, dass man die als Polizei bezeichnen kann, weil die sind nicht mehr zum Schutz der Bevölkerung da, die sind nur noch zum Schutz für die Mächtigen gedacht, für die, ja, die mit den Bankstern international zusammenarbeiten, wir wissen das. Auch in der Türkei ist das nicht anders. Denn auch der Erdogan ist ein Zögling derjenigen, die die Hefte in der Hand halten. Und das wissen wir, als NATO-Mitglied ist die Türkei sowieso ein Instrument der EU auch natürlich. Und wir wissen, dass die zusammenarbeiten und dass die NATO letztendlich die Frontgruppe der Rothschild-Familie ist. Das wissen wir auch. Ja, also das sind die zusammengefassten Eindrücke jetzt mal hier, weswegen ich dazu komme, über das Thema Aufruhr auf dem Sklavenplaneten zu sprechen, um einfach mal deutlich zu machen, warum es faktisch so ist, dass wir hier auf einem Sklavenplaneten leben. Jeder, der hier zuhört oder viele, die hier zuhören, sagen, ja, aber ich bin eigentlich frei. Und ich fühle mich auch frei und ich will einfach versuchen, hier mein Leben zu leben und so weiter. Aber letztendlich sind wir alle hier einem Schicksal unterworfen. Wir werden verknechtet von einem System, was sich gnadenlos über uns hermacht, eben dann auch in Form bewaffneter Uniformierter, die uns möglicherweise auch Schaden zufügen wollen. Beziehungsweise uns reizen wollen, dazu selber Gewalt anzuwenden. Aber davor kann ich immer nur abraten, weil das ist im Moment nicht der richtige Weg. Wir müssen mit Worten, mit Schreiben, mit Bildern müssen wir arbeiten. Und das wirkt enorm. Denn das haben wir ja gesehen. Auch dadurch, dass die Leute beispielsweise bei den Bilderberger Meetings immer vor Ort sind, darüber berichtet wird, man überall darüber lesen kann, dass sogar jetzt inzwischen die Matrix-Medien gezwungen sind, dort vor Ort aufzutauchen, um eben den Anschein zu geben, dass sie sich auch da jetzt drum kümmern, aber im Prinzip nur Ansatzpunkte finden wollen, um wieder das alles in die Verschwörungsecke zu schieben. Man konnte also da einen Bericht vom BBC, eine Befragung von Zeugen oder von Teilnehmern da an der Demonstration in Watford, da in einem Video mitkriegen, was der Alex Jones hochgeladen hat oder von Infowars kommt, der so genau daneben stand und wahrscheinlich wird das Interview nie gesendet, weil er auch immer dazwischen gequasselt hat, aber wie auch immer. Okay. Das wird uns beschäftigen, denn wir müssen alles daran tun, unsere lieben Mitmenschen aufzuwecken, damit sie mitkriegen, dass sie überhaupt Sklave sind. Ja, das ist ja verrückt, gell? Ich meine, wenn wir daran denken, dass in den Zeiten der öffentlichen Sklaverei, ob das jetzt in den früheren Jahrtausenden war oder sogar noch jüngst eben mit den amerikanischen Sklaven, die man aus Afrika importiert hatte, die spürten, dass sie Sklaven sind, weil sie auch so behandelt wurden. Die heutigen Sklaven werden nicht alle so behandelt, zumindest hier in Europa noch nicht, ne? Sondern sie werden also so Stück für Stück, ja, werden sie also ihrer Sklavenposition möglicherweise klarer. Und das
ich habe es irgendwo gelesen, der deutsche Michel, um den mal als ja, so als generelle Figur, was es natürlich auch so nicht gibt, aber einfach nur mal zur Übertreibung, eben einfach erst irgendwas unternimmt, wenn dann schon Tote und Leichen auf der Straße liegen. Ne? Das ist eigentlich das, was wir nicht wollen. Also ich will es auf jeden Fall nicht, weil wir müssen dieses Leid nicht unbedingt haben, wenn wir es anders lösen können, oder? Jedenfalls denke ich mal, dass wir hier eine Sache machen müssen, die so einmalig sein wird, auch in der Geschichte der Menschheit, nämlich wir müssen uns alle zusammen organisieren und zusammenhandeln, denn nur gemeinsam können wir es schaffen, hier diesen Dims, der dominanten irrsinnigen Minorität, den Wind aus den Segeln zu nehmen und sie im Prinzip zu entmachten. Das geht nur, wenn wir es alle zusammentun. Ja, und das ist so ein bisschen der Tenor, der nicht nur meiner ganzen Sendung, nämlich das Aufwecken und das Aufrütteln der Mitmenschen und das Bewusstwerden mitzuschaffen, sondern wir müssen auch praktisch denken und uns überlegen, was wir tun können. Ja, und jetzt habe ich schon mal so einige Infos hier reinbekommen. Ich gucke da gleich mal rein, was da so da ist. Schauen wir mal. Hier bekam ich noch eine Information an alle Flutopfer. Das bezieht sich noch auf das, auch auf die letzte Sendung, die wir hatten am Dienstag. An alle Flutopfer weiterleiten. Künstliches Hochwasser durch Wettermanipulation und schon werden die Politiker wieder gebraucht. Mit dem Link zu chemtrail.de. Ja, und da gibt es eine Abbildung mit den Militärflugzeugen, die innen mit Gifttanks ausgestattet sind und uns seit über 10 Jahren auf jeden Fall vergiften mit Aluminium, Barium und so weiter, was auch nicht nur zur Wettermanipulation eingesetzt wird. Diese Flugzeuge, das Flugzeuginnere sind also Bilder, die man dort auch bei chemtrail.de finden kann. Ja, man sollte auf jeden Fall auch den Leuten, die also betroffen sind, die also Überflutungen hatten oder die sich übers Wetter beschweren, und alle auch mal darauf hinweisen, was in der Luft geschieht. Da hat man die Möglichkeit, eben das alles mal darzustellen und aufzuzeigen, wie man also diese Wetteränderung oder diese Wettersituation erklären kann. Ja? Und da gibt es also auch ein PDF, das man sich runterladen kann. Und das ist vielleicht auch ganz interessant und so weiter, kann man also die Leute mal da damit konfrontieren und ihnen das mal als Frage stellen. Jetzt kommt hier noch was anderes. Hallo Detlef, ich habe unser Kfz-Kennzeichen aus der BRD, welches durch die 12 EU-Sterne verziert wird, was die 12 Stämme Israels sein sollen, kurzerhand mit einem 40 mm blauen selbstklebenden Punkt versehen. Auf jeden Fall kann man damit ein Zeichen setzen und zum Ausdruck bringen, was man von diesem Konstrukt EU hält. Gruß Achim. Ja, das ist cool. Da gibt es ja auch schon eine laufende Aktion, die das machen. Das ist ja nur ein Schmucksymbol, ist also kein hoheitliches Kennzeichen, ja, weil die EU ist ja keine Nation, es ist keine hoheitliche Notwendigkeit, dies drauf zu haben, ist ein Schmuckelement. Das kann man auch überkleben, das ist überhaupt kein Problem. Ne? Oh Mann. Ja, gute Idee. Jetzt gucken wir mal hier, was da noch reingekommen ist. Moment. Jetzt haben wir hier, jetzt nehmen wir eins nach dem anderen. Hier kommt was, Türkei. Dutzende Fotos von Gaskartuschen mit Chemikalien, die gegen Demonstranten eingesetzt wurden, sind hier. Hat er mir einen Link dazu geschickt, die kann ich ja dann gerne noch dazu tun später. Hier schreibt was, hallo Detlef, die Unterscheidung zwischen Herrenmoral und Sklavenmoral bedeutet eine zweifache Form der Wertschätzung. Der Herr schätzt hoch und vornehm,
der Sklave niedrig und gemein. Die Menschen verwenden den Begriff der Wertschätzung zur Kritik der Werte. Wertschätzen bedeutet für ihn nicht nur die Schätzung durch einen Wert, sondern in erster Linie ein Schätzen, aus dem sich der Wert erst ergibt. Die Art der Schätzung bestimmt den Wert. Ja, interessant. Gut, der Punkt ist natürlich, dass wir uns selber nicht als Sklaven sehen. Das liegt auf der Hand, aber trotzdem muss man es erklären als Begriff. Ein Sklave ist jemand, der keine Rechte hat. Ne? Und das scheint ja wirklich so von denen gesehen zu werden. Aber diese Rechte haben wir von der Natur her und von unserer Schöpfung oder wie auch immer her. Und die müssen wir beinhart einfordern. Jede Korrespondenz, jedes Besprechen, jedes Schreiben muss mit Behörden und so weiter, in Anführungszeichen, oder Gerichten, muss immer klar beinhalten, dass man auf seine Grund- und Menschenrechte sich bezieht. Und ich habe da übrigens auch einen Hinweis. Ich habe für euch, ich habe also auf vielerlei Wunsch von einigen jetzt so eine Download-Seite begonnen, die heißt also Download, also bei wakeness.net, meine Hauptseite, Download Dokumente. Der Link ist auch zu finden hier bei meinem Blog mywakeness.wordpress.com, wo ich also angefangen habe, einige Dokumente, die mir zugespielt wurden, von anderen zu generalisieren, wo es notwendig war, und so also als Vorlage dienen können für Leute, die sich damit dann mal beschäftigen wollen. Das hilft so ein bisschen, muss jetzt nicht eins zu eins übernommen werden, das ist einfach nur eine Idee. Nicht? Also man kann das so übernehmen oder auch nicht, um sich das mal anzuschauen, wie man eigentlich damit umgehen kann, auch im Verhältnis mit all denen, die versuchen, uns zu versklaven und die uns tyrannisieren. Ne? Und je mehr das machen, umso hilfloser wird das System. Weil letztendlich ist das ja auch eine Methode, mittels des Systems das System zu beschäftigen. Ja, das heißt nicht unbedingt, dass wir das System haben wollen, aber man beschäftigt das System dann mit sich selbst, und das ist natürlich auch eine unglaubliche Vergeudung von Energien, die wir dann an den Tag legen müssen und dann selber zu anderen Sachen gar nicht mehr kommen. Wir müssen die beschäftigen. Die müssen ständig was zu tun haben, damit die gar nicht mehr dazu kommen, ihre Missetaten uns weiterzugeben. Und wir haben noch gar nicht richtig angefangen. Es fängt ja jetzt erst an, dieser Widerstand, dieses zivile Ungehorsam, wenn man das so will, und so weiter. Gut, jetzt kommt was. Da hat er was geschrieben, es gibt Herrenmoral und Sklavenmoral. Das hat er mir schon geschrieben. Okay, das hat er doppelt geschrieben. Okay. Hier, hallo Detlef, Hinweis. Bilderberger Treffen am 6.6.2013. Die Quersumme ist 666. Genau. Liebe Grüße von Lucky. Ja. Okay, super. Das ist klasse. Jo, ich finde das super, wenn ihr da auch solche Verknüpfungen macht und mir solche Hinweise reinschickt, dann können wir das also immer wunderbar dann damit diskutieren, gell? Das ist ganz wichtig. Okay. Jo, ich habe hier gerade eine Information von meinem Kollegen aus Großbritannien. Der ist hier nämlich gerade eben bei Bilderberger vor Ort. Und vielleicht holen wir uns den gleich mal rein. Schauen wir mal. Ich gebe ihm gerade mal eine Notiz, dass ich mich gleich melde. Und schreibe ihm, hi, will do after the break. Das heißt, ich rufe ihn dann an nach der kleinen Kaffeepause, die ich dann gleich mit, also dann um 17 Uhr einläute.
Okay, das ist klasse. Also so funktioniert das. Ne? Also er ist, der Neil ist also vor Ort in Watford und wird uns dann kurz berichten auf Englisch, was er gesehen hat. Dann werde ich das übersetzen. Für uns alle kann jeder das verstehen. Okay. Ja, was haben wir hier noch? Was haben wir hier noch? Hier gibt es auch noch was. Hier schreibt mir jemand, dass eine deutschlandweite Kampagne zur Aufklärung über Organspende stattfinden soll. Das ist ja schon auch seit letztem Jahr bekannt. Ich war sehr gespannt, schreibt sie, wie diese Aufklärung sein würde und ob auch Ethik und vor allem Hirntod zur Sprache käme. Und gestern, so schreibt sie, erhielt ich die Unterlagen meiner Krankenkasse und war sehr enttäuscht. Ein lapidarer Brief, man solle eine Entscheidung treffen, ein Flyer mit Texten, die ich kenne, wie zum Beispiel erst, wenn alle intensivmedizinischen Maßnahmen ausgeschöpft sind und eine Lebensrettung nicht mehr möglich ist, wird die Frage einer Organspende gestellt, von dem ich weiß, dass dies nicht stimmt und aufgeklebt im Anschreiben der Plastikkarten-Organspende-Ausweis. Ein wenig geschockt war ich allerdings, als ich mir diesen genauer anschaute. Er trägt den Bundesadler und daneben eine sechsstellige Nummer, die auch auf dem Anschreiben zu finden ist, sowie meinen Namen, Geburtsdatum und momentane Adresse. Darauf auch groß Organspende schenkt Leben prangt. Erscheint da etwas unwichtig, obwohl es meiner Ansicht nach eine falsche Aussage ist. Auch dass oben statt Organspendeausweis nach § 2 des Transplantationsgesetzes, was auch immer das ausdrücken soll oder mal wird, erscheint mir im ersten Moment nicht aufklärenswert. Die große Frage, die sich hier mir als erstes stellt, ist, deutschlandweit wurden die Versicherten der Krankenkassen mit solchen Ausweisen beliefert. Haben sie alle eine Nummer und wenn ja, bedeutet dies eine Registrierung in einem Register der BRD? Im Anschreiben fehlt der Hinweis, dass man die Rückseite ausfüllen und unterschreiben soll. Ist die Karte auch so gültig? Und angeblich sollten die Versicherten doch befragt werden, ob ja oder nein. Woher wissen nun die Krankenkassen, ob ja oder nein? Oder welche Stelle weiß, ob ja oder nein? Denn darum ging es in etlichen Petitionen auch mal. Soll das Einwohnermeldeamt abfragen oder die Führerscheinstelle? Dann hat man sich für die Krankenkasse entschieden. Aber die will jetzt nicht wissen, wofür ich mich entscheide. Oder hat diese Entscheidung jemand anders bereits getroffen? Dunkel erinnere ich mich, in einem Artikel gelesen zu haben, dass es wichtig sei, die Ausweise zu verteilen. Das ist ja jetzt passiert. Sind wir jetzt alle Organspender? Was meinst du dazu? Wenn du willst, kannst du das in deiner Sendung vorlesen. Wünsche dir einen schönen Tag, Sonnentag, guter Laune und vielen Zuhörern. Alles Liebe. Klasse. Also danke für diese Frage. Ich kann sie auch nicht beantworten, weil ich bin ja nicht in der BRD, habe sowas selber nicht bekommen. Ja, kann das nicht sagen. Wenn das also irgendeiner erhalten haben sollte, mit ähnlichen Erfahrungen, kann sich hier vielleicht auch nochmal melden. So, jetzt gucken wir mal. Hier schreibt einer zu dem EU, wie heißt es, EU-Ding hier. Moment. Oh, jetzt haben sie mir wieder irgendwas reingesprüht hier. Ich weiß auch nicht. Kam wieder ein Nieser. Aber konnte ich nicht schnell genug hier den Apparat ausstellen. Okay. Also ersetzt doch die EU-Sterne durch Hammer und Sichel, schreibt einer. Ja, gibt's übrigens auch so ganz nette solche Abbildungen im Internet, kann man die sehen. Und hier schreibt einer zum Wetter. Hallo Detlef, seit ich einen Cam bzw. Cloudbuster habe, ist der Himmel für einen bestimmten Radius wieder relativ normal. Ich kann nur jedem empfehlen, sich auch so einen Cam bzw. Cloudbuster zuzulegen. Ja, das haben wir auch häufiger schon einmal gehört. Hier schreibt jetzt jemand Ergänzung zum bisherigen. Teuflisch ist, wer das Reich der Lüge aufrichtet und andere Menschen zwingt, in ihm zu leben. Das geht über die Demütigung der geistigen Abtrennung noch hinaus, denn dann wird das Reich der verkehrten Welt aufgerichtet und der Antichrist trägt die Maske des Erlösers wie auf Signorellis Fresco in Orvieto.
Der Teufel ist nicht der Töter, er ist Diabolos, der Verleumdere, ist der Gott, in dem die Lüge nicht Feigheit ist wie Menschen, sondern Herrschaft. Er verschüttet den letzten Ausweg der Verzweiflung, die Erkenntnis, er stiftet das Reich der Verrücktheit, denn es ist Wahnsinn, sich in der Lüge einzurichten. Ja. Also, auch ein wichtiger Punkt, das müssen wir denken. Hier kommt noch was. Strafbarkeit von Abgeordneten. Man fragt sich echt, wie bescheuert dieses Volk ist. Schreibt er. Spätestens bei solchen Abstimmungen ist doch der Systemfehler offenbar. Abgeordneter selber darüber entscheiden zu lassen, ob sie für Bestechlichkeit bestraft werden sollen, ist so, als würde man Füchse darüber abstimmen lassen, ob das Reißen von Hühnern strafbar werden soll. Vermutlich werden sich die Füchse darüber einig, dass das Reißen von Hühnern leider nicht strafbar sein wird. Verarschen kann ich auch allein, aber in Deutschland braucht es scheinbar Politiker dafür, um das Volk richtig professionell zu verhöhnen. Ja, also ich sage ja auch, Bock zum Gärtner, ne, aber da, die stopfen sich die Taschen voll, oder? Klasse. Also wer hier noch möchte, kann seine Infos, Kommentare mit reinsenden unter radio@wakenews.net und wie ich es vorhin angekündigt habe, also nach der Kaffeepause hole ich hier meinen Kollegen aus den Großbritannien hier mit rein, um uns einen kurzen Überblick zu geben, was da gerade im Moment in Bilderberger los ist. Gar keine Frage. Und jetzt habe ich dann auch noch andere Sachen hier bekommen über die Inge Hannemann. Das lese ich dann aber auch gleich anfangen. Ja, vielleicht schaffe ich es noch. Warte mal, gucken wir gleich mal, ob ich das noch hinkriege hier. Damit wir so ein bisschen in der Zeit bleiben. Ja? Hier schreibt einer, wisst ihr diesen Link von diesem Download-Seite von Detlef, wo man sich dieses Dokument runterladen kann? Siehst du, hat schon einer hier das gleich reingepostet. Super. Ja, aber wie gesagt, das ist erst noch im Aufbau. Ne? Da kommt immer mal wieder was Neues hinzu. Ich schreibe dann immer das Datum dann da drauf, wo ich dann wieder irgendwas Neues hochgeladen habe, damit man sich das ein bisschen dann auch merken kann. So, und jetzt hier kriege ich noch was, das kommt, das lesen wir hier noch vor der Pause vor, nämlich über Inge Hannemann, die ja auch bei uns hier mal in der Sendung war. Wer sie nicht kennt, sie ist Jobcenter-Mitarbeiterin und ist jemand, der also das anders sieht und eigentlich für die Menschlichkeit einsteht und für die Unterstützung und die Hilfe der Suchenden eintritt und da also jetzt Furore gemacht hat und von Seiten des Systems angegangen wird. Und die hat also jetzt hier mit ihrem Arbeitgeber zu tun. Und da schickte mir die Milene jetzt hier gerade was zu. Entscheidung über die Suspendierung Inge Hannemanns im Eilverfahren gegen Jobcenter Teamarbeit.hamburg beim Arbeitsgericht Hamburg wurde vertagt. Pressemitteilung vom 6.26.13. Das ist das Aktenzeichen. Arbeitsgericht Hamburg verhandelt über die einstweilige Verfügung einer Angestellten beim Jobcenter Hamburg. Entscheidung vertagt. In einem Eilverfahren vor dem Arbeitsgericht Hamburg wehrt sich die beim Jobcenter Team Arbeit Hamburg eingesetzte Angestellte Frau H. gegen die am 22.04.2013 ausgesprochene Suspendierung von ihrer Tätigkeit als Arbeitsvermittlerin und begehrt Beschäftigung. Frau H. steht im ungekündigten Arbeitsverhältnis. Sie betreibt mindestens einen Internetblog, auf dem sie sich kritisch über das System der Arbeitsvermittlung und die Verhältnisse beim Jobcenter äußert. Die Presse berichtete, Frau H. weigere sich gegenüber Arbeitslosen Sanktionen zu verhängen, wenn sie nicht zum Beratungstermin erschienen. Im Eilverfahren bedarf es eines offensichtlichen Beschäftigungsanspruchs und eines Eilgrundes für eine Entscheidung außerhalb der Hauptsacheverfahrens. Das Jobcenter hält die Beschäftigung für unzumutbar. Das Verhalten von Frau H. störe den Betriebsfrieden. Es bestehe der Verdacht des vorsätzlichen Verstoßes gegen die gesetzlichen Bestimmungen bei der Betreuung des Kunden des Jobcenters. Frau H. sieht ihre Äußerung als das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung gedeckt und bestreitet, dass sie sich nicht im Rahmen der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen bewege. Die 15. Kammer des Arbeitsgerichtes Hamburg konnte nach ausführlicher
Verhandlungen, wobei es auch darum ging, ob Frau H. angemessene andere Beschäftigungsangebote unterbreitet worden sind, noch nicht entscheiden. Den streitenden Parteien wird Gelegenheit zu ergänzendem Sachvortrag gegeben. Es wird einen weiteren Verhandlungstermin geben. Dieser steht noch nicht fest, wird jedoch per Pressemitteilung bekannt gegeben werden. Bei Rückfragen: Präsidentin des Arbeitsgerichtes Evelyn von Hoffmann 040-42863-570 oder evelyn.vonhoffmann@arbg.justiz.hamburg.de. Okay, den Link können wir ja später dann auch mal dazu führen. Ne? Klasse. Ja, also die sind noch sprachlos. Ne? Okay, die Inge Hannemann ist ja jetzt nicht so, wie wir das sagen, das BRD ist als Firma und so. Ne? Obwohl sie das auch weiß, aber sie ist ja, ne, arbeitet ja in dieser Firma. Und ja, macht das mit Systemmitteln und ja, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Wird hochspannend auf jeden Fall. Hier ist Widerstand angesagt, und zwar ziviles Ungehorsam, aber immer auf der richtigen Seite. Denn wir wissen, dass auch diese Jobcenter, das Hartz IV, dass die Sozialgerichte und so weiter alle grundgesetzwidrig arbeiten oder teilweise arbeiten, weil die Sozialgerichte sind noch eher auf der Seite derjenigen, die also ihr Recht suchen als Hartz IV oder sonstiger Bezieher. Aber die Jobcenter sind komplett außer der Kontrolle und arbeiten, also die müssten also Pausen aus, jeden Tag Rechnungen kriegen, dass denen also wirklich die Ohren flattern, und wir müssen damit anfangen. Und wie gesagt, da kann man bei dieser Download-Seite bei mir Beispiele finden, wie man das formulieren kann. Zu Hartz IV haben wir jetzt zwar noch nichts speziell dazu geschrieben, da kann man aber auch zum Beispiel noch das Buch sich organisieren vom Ralf Uwe Hill, Schach der Arge, da steht auch ganz viel klasse Informationen drin. Das sollte man eigentlich, sollte jeder haben, der mit diesem Thema zu tun hat, in seiner eigenen Sammlung. Ja, kann man immer nachschlagen. Klasse Sache. Sollten wir tun. Ja gut, dann machen wir jetzt schnell mal eine Pause. Dann rufe ich mir gleich meinen Kollegen mal rein. Und da werden wir mal so die erste Viertelstunde oder 20 Minuten ihn kurz berichten lassen, was er da aktuell von Bilderberger berichten kann. Und ich werde es dann versuchen zu übersetzen. Bleibt also mal dran. Wir gehen jetzt hier in eine kurze Pause. Ne? Ole muss jetzt im Frühjahr anfangen mit dem Kaffee kochen. Kein Problem. Kriegt sie hin. Und zwar hören wir jetzt von Copyright seinen neuen Song Doomsday. Ne? Auf extra Wunsch wurde gewünscht von einem Publikum, dass er was dazu komponiert, und hat er gemacht. Hören wir gleich, also es wird hochspannend. Zweite Stunde ist der Delle von Wake News Radio. Bis gleich! This is Wake News Radio with Detlef on UWS Community Radio and the International Community Radio Network. Ja, so ist der Detlef wieder live dabei. Wir sind hier in der zweiten Stunde unserer heutigen Sendung am 6.6.2013, Quersumme 6. 6, 6, also ist ein Satanstag heute. Ja, und ich habe versucht, eben meinen Kollegen da zu erreichen in Großbritannien, um uns ein bisschen über Bilderberger zu erzählen, aber ist im Moment leider nicht zu erreichen. Vielleicht schaffen wir es noch im Laufe der Sendung, ansonsten auf jeden Fall ein großes Update am kommenden Samstag, wo wir auch über Bilderberger und Co. ausführlich sprechen werden. Kein Thema, das wird hochspannend. Ja, okay. Wir hörten hier das neu komponierte Lied von Copyright, Doomsday. Ja, was er übrigens auf Wunsch von Valley komponiert hat. So hat er mir das hier im Chat geschrieben. Ja, klasse, hat er doch gut gemacht, oder? Super. Ja, aber es soll ja keinen Doomsday geben. Dafür sorgen wir ja schon mit unserer Kraft. Wir wollen ja eigentlich, dass alles schön wird, wunderschön wird. Also zumindest nicht für uns den Doomsday, für die Dims vielleicht. Den Dims Doomsday. Hört sich auch gut an. Ne? Der DDD. Ne?
die, ja, stimmt, oder? Dims, D, Dooms, D, D, D. Also dreimal die D. Ja. Die 666 kriegt dreimal D. Okay. Oh, Money. Gut. Hier, da schreibt einer was hier. Da hat einer mir hier schnell einen Link reingegeben, was in der Türkei los ist. Da hat es dann aber ein Video. Das ist klasse, da ist also ordentlich was los, weil die Leutchen, da hatten wir es ja auch am Dienstag schon verlautbaren lassen, jetzt aufgewacht sind und gemerkt haben, dass da irgendwas los ist, ne? Und dass man eigentlich hier für seine Freiheit auch mal auf die Straße gehen kann. Ne? Auch die jungen Leute werden mutig und sagen, also ja, hoppla, hier, wenn ihr mir keine Chance lasst, dann muss ich auch auf die Straße gehen, sich auch mit einklinken und die Aufruhr, vor allen Dingen von nicht organisierten Gruppen, wir wissen ja, die Gewerkschaften sind in der Regel, nicht unbedingt alle, die dort organisiert sind, aber die Führungen der Gewerkschaften sind in der Regel auch immer beeinflusst, ja, von gewissen Mächtigen. Das ist so, ne, kann man nachvollziehen. Alles, was pyramidal organisiert ist, ist leicht zu unterwandern. Ist ja auch verständlich. Ne? Man will ja nicht, man will schon, dass ein bisschen Luft rausgeht, ne? So, dass man Dampf ablassen darf, aber soll ja nicht sich gegen das System stellen, sondern wird dann immer später wieder eingelenkt und neuer Vertrag, ein bisschen mehr gezahlt und oh, dann geht das wieder. Ne? Oder hat jemand andere Erfahrungen mit einer Gewerkschaft gemacht? Na gut, okay. Hier schreibt noch einer hier vom nee, das ist ein bisschen ältere Information. Okay. Das sind Dinge, die wir schon besprochen hatten. Okay, ich danke vielmals für die Zusendung. Ihr könnt mir noch hier während der ganzen Sendung auch Infos unter radio@wakeness.net reinsenden. Die nehme ich dann gerne mit in die Diskussion auf. Keine Frage. So, hier kommt was. Hallo, ich vermute, dass es sich bei den Aufständen in der Türkei mal wieder um eine inszenierte Aktion handelt. Allein schon die Tatsache, dass die Mainstream-Medien hierzulande sofort Partei für die Demonstranten ergreifen, lässt in diese Richtung denken. Über die Hintergründe, warum die NWO-Marionette Erdogan von den Strippenziehern plötzlich fallen gelassen wird, kann von Außenstehenden natürlich nur spekuliert werden. Waren es seine Träume von einem Wiederaufleben des Osmanischen Großreichs? Wollte er vom syrischen Kuchen zu viel abbekommen? Gab es gar einen Richtungswechsel in Bezug auf die Syrienpolitik, dem er im Wege stand? Die Zukunft wird es zeigen. Auf jeden Fall hat es diesmal ausnahmsweise den Richtigen getroffen. Ja, das sehe ich auch so. Man muss immer von allen Möglichkeiten ausgehen, weil wir ja die Erfahrung haben, dass es so ist. Und da gebe ich dir recht, wenn das in der Mainstream, in den Mainstream-Medien erscheint, recht prominent, dann muss man aufhorchen. Aber die haben auch nicht am ersten Tag sofort darüber berichtet. Oder, naja, aber wir haben auch ein paar gegenteilige Informationen erhalten am Dienstag direkt von Betroffenen aus der Türkei, die also durchaus eine andere Sichtweise hatten oder haben. Schauen wir mal. Ich gebe dir recht, das müssen wir abwarten. Aber wir müssen auch auf jeden Fall die Leute unterstützen, weil die Richtung ist richtig. Ne? Diese korrupten Regierungen, die korrupten Parteien, das Parteiensystem, so wie es hier organisiert ist, das ist überall ab- und auszuwechseln. Das muss weg. Es geht gar nicht anders. Ich wüsste nicht, wie man das anders machen will. In der BRD ist es ja offensichtlich. Da sind die Parteien Firmen. Ne? Und seitdem ich da hier so meine Download-Seite und alles und ein bisschen darüber berichtet habe, über die BRD und ihre Firmen, habe ich ja so jede Menge von den Leuten bei mir hier auf der in der Statistik gefunden in diesem Monat. Landtag Baden-Württemberg, schaut mal, was schreibt der Detlef wieder. LKA, das ist auch eine Firma, ne? LKA BW. .de oder so, auch eine Firma, ne? Alles Firmen, gucken alle bei mir mal rein, ja, was los ist, ist ja auch wichtig, ne? Sollte man ja auch mal wissen, was er da schreibt. Und jetzt kommt hier das nächste,
Wir haben schon einmal darüber gestritten, dass man dieses System durch Wahl nicht ändern kann. Damals warst du der Meinung, dass man nur die richtige Partei wählen muss. Schön, dass du das jetzt anders siehst. Mein Standpunkt dazu ist, man kann dieses System nur blockieren, boykottieren. Es gibt hier keinen Hauch von Rechtsstaatlichkeit und schon gar keine Demokratie. Dieses ganze System ist korrupt und verfilzt. Und durch die Wahl des die dem armen Michel bleibt, unterstützt er letztlich diese korrupte Bande. Er legitimiert sie geradezu weiter, ihre Verbrechen an uns zu verüben. Meine Haltung dazu ist kein Gejammer und ich fühle mich auch nicht als armes Opfer der Willkür des Systems ausgesetzt. Ich bekämpfe es, wo immer ich kann. Wer erkannt hat, dass dieses System der Blockparteien Krieg gegen das eigene Volk führt, hat die Pflicht, Widerstand zu leisten, und das tue ich. Im Übrigen zähle ich auch die NPD zu den Blockparteien, auch wenn sie im Moment keine Relevanz hat. So schreibt er mir. Ja, ich war vielleicht vor einigen Jahren da ein bisschen vorsichtiger in dieser Beziehung. Das kann gut sein, dass ich es immer noch für möglich gehalten habe, über eine Wahlentscheidung etwas zu beeinflussen. Aber seitdem ganz offiziell und offenkundig klar ist, dass alles Firmen sind, ist das Thema erledigt. Ne? Weil in der Firma brauchst du keine Partei wählen. Ne? So, was hast du mit dieser Firma zu tun? Ne? Und so weiter. Okay, also ja, meine Ansichten kann man auch ändern. Ne? Das ist ganz wichtig. Man muss ja auch einen Entwicklungsprozess mitmachen. Nicht alles, was man gedacht hat, was wahr ist, muss auch dann immer so wahr bleiben. Das kann sich auch mal als anders herausstellen. Oder die Wahrheit entwickelt sich. Ne? Wir kommen hier immer tiefer ins Kaninchenloch hinein, oder? Hier kommt was. Die Geschichte der USA ist eine Geschichte voller Gräuel. Sie haben das Land gestohlen, auf dem sie sitzen, und die Einwohner, Mensch und Tier, ausgerottet. Sie haben Millionen von Sklaven gehalten, gekauft und verkauft, wie Vieh und auf ihren Feldern verrecken lassen. Sie haben unser Land zweimal überfallen, als wir schwach waren. Sie haben Dutzende von Ländern brutal überfallen und Land gestohlen, um es sich einzuverleiben, ohne jemals satt zu werden. Sie haben zwei Atombomben auf Großstädte geworfen und 100.000 bei lebendigem Leibe verbrannt. Ihr bigotter Größenwahnsinn bedroht die ganze Welt. Wenn sie ihr Maul aufmachen und von Menschenrechten faseln, wissen wir, dass sie neue Verbrechen, neue Morde und Diebstähle planen. Solange die USA nicht zivilisiert wird, wird sie weiter die Luft, den Erdboden, das Wasser, die terranische Kultur, die Evolution der menschlichen Spezies und unsere geistige Entfaltung verschmutzen. Die schlimmste Bande, die in den letzten 5000 Jahren auf diesem Planeten gewuchert ist, kein Verbrecher ist mit der Raub- und Mordnation USA vergleichbar. Schreibt mir hier jemand, und ich kann das insofern sehr gut nachvollziehen. Ich würde nur mal differenzieren zwischen den Leuten, den Amerikanern, den Bürgern, den Menschen, die dort leben, und der Regierung, denn denen geht es ja nicht anders wie uns hier auch. Die Leute haben Verduden und so weiter, keine Ahnung, weil sie dumm gehalten werden und sich auch ja von ihrer Erziehung, von ihrem Aufwachsen her nicht um politische Dinge kümmern und schon gar nicht um die, die kritisch zur Regierung eingestellt sind. Das ist eben leider noch nicht so. Es entwickelt sich aber in den USA. Es gibt ganz, ganz viele Menschen in den USA, die gegen die Regierungspolitik sind und alles versuchen, den Kurs zu ändern. Aber wir wissen ja, die sind in der Hand der DIMs, der dominanten irrsinnigen Minorität. Und da geht es nicht um das Land oder die Nation USA, sondern es geht um globale Interessen einiger weniger, die die US-Regierung und die US-Potenziale für sich nutzen, um ihre Ziele blutig und brutal überall umzusetzen. Ich denke, da müssen wir schon auch ein bisschen das erläutern. Ansonsten ist das, was du sagst, sicher richtig. Ne? Hier kommt noch was. Hier schreibt jemand,
Zunächst mal vielen Dank, schreibt er. Wie die Entmachtung der europäischen Völker im Allgemeinen und des deutschen Volkes im Speziellen durch die Weltdemagogen und kriminellen Banksterkartelle konkret hier in Deutschland verhindert wird, kann und wird einzig und allein das deutsche Volk und nur dieses entscheiden. Und daher ist es unsere Aufgabe, unser Volk auf seine vielfältigen Möglichkeiten hinzuweisen, diesen Verbrechern das Handwerk zu legen und auch ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Wer Menschen aufgrund ihrer unbequemen Meinungen verfolgt und einsperrt und ihnen ihr legitimes Grundrecht der Selbstbestimmung verweigert, weil angeblich andere Randgruppen in ihrer Würde verletzt und beeinträchtigt werden, ist selber ein kriminelles Mitglied einer Vereinigung, die unser Volk um die Rechte einer zu bestimmenden, frei gewählten Verfassung bringen und zudem in Meinungshaft halten will. Hier sind alle Maßnahmen, die unserem Volk zur Selbsterhaltung dienlich sind, rechtmäßig und uneingeschränkt legitim. So schreibt mir hier ein Kulturredakteur. Okay, danke für die Information. Also ihr könnt hier auch gerne mitmachen mit euren Informationen, Daten, Fragen und so weiter. Hier kommt noch was. Hallo Dete, schreibt einer. Wie komme ich eigentlich auf Dete? Was ist das eigentlich für eine Abkürzung? Das ist ja eine Abkürzung, hey. Ja, also mit DET, Punkt, könnte ich ja noch leben, aber Dete, na gut. Also was schreibt er? Gucken wir mal. Hallo Dete, während des Bilderberger Treffens gleich sauberer Himmel, gleich Aerosole, in Klammern normal, natürlich aufgebaute Wolken, Fragezeichen. Ich weiß ja nicht, ob du, Detlef, oder ihr das seht, aber seit heute ist bei mir in Deutschland, am Niederrhein, ganz normales Wetter. Auch von der Temperatur her ganz okay, da ich vermute, dass die Flieger, vermutlich NATO-Flieger, in England starten, Richtung nordwestlich über die Niederlanden in den Niederrhein fliegen, beziehungsweise die meisten Chemtrails von dort kommen, könnte es sein, dass die eingeladenen Gäste von diesem Kaffeekranz davon nichts einatmen sollen und deshalb vielleicht während dieses Treffens eine Sprühpause eingelegt wird. Naja, vielleicht spinne ich ja. Das wird sich dann in den nächsten Stunden und Tagen ergeben. Oder wie siehst du das, Detlef? Würdest du das genauso sehen? Gruß Wassermann 2011. Also ich habe hier jede Menge Chemtrails heute gehabt hier in Basel. Schöne Kreuzchen wieder oben, schön auseinander fleddernd. Ne? Bei sonst tollem Wetter. Ne? Ich sitze hier im T-Shirt, ne? Könnt ihr ja sehen hier. Mache ich gerade den im Video, könnt ihr später sehen. Und war heute draußen, Fahrradfahren übrigens. Ich versuche jetzt immer mein Fahrrad zu nehmen, um Erledigungen zu machen. Das ist schneller als zu Fuß. Ne? Und außerdem bringt es ein bisschen Training. Okay. Ja, das ist ich meine, denkbar, dass die das dort vielleicht ein paar Tage aussetzen. Aber hier oben, wie gesagt, sprühen sie weiter. Ne? Vielleicht haben sie jetzt die Flieger hier mal ein bisschen rübergeschoben und starten halt von irgendeinem anderen Platz aus. Ne? Gibt ja, die haben ja genug Start- und Landeplätze für solche Geschichtchen. Oder die werden dann in der Luft betankt, das ist alles kein Problem. Die haben ja alles, ne? Auf unsere Kosten natürlich. Klar, logisch. Kann ich nicht genau sagen. Okay, jetzt hier schreibt jemand, es ist zwingend erforderlich, eine breite Bewegung für ein Ende dieser brutalen Meinungsunterdrückung zu schaffen. Zusammenhalt ist der Vater aller Siege. Darf kein bloßer Spruch sein, sondern muss zur Leitidee einer blockübergreifenden Solidargemeinschaft werden. Die Zeiten gegenseitigen Hauens und Stechens sind vorbei. Wir müssen alle an einem Strang ziehen, wenn wir überleben wollen. Da gebe ich dir durchaus recht, keine Frage. Wobei es manchmal schwierig ist, weil einige sich so in eine ganz besondere Ecke stellen und das dann schwierig ist, mit denen so einfach so zusammenzuarbeiten. Manchmal sind es ja auch so persönliche Differenzen, ja, die einen daran hindern. Aber es stimmt schon, man sollte eigentlich da das überwinden versuchen und alle die gemeinsamen Ziele sehen im Vordergrund. Der kleinste gemeinsame Nenner ist das, glaube ich, ne? Oder? Und der ist auf jeden Fall derjenige, dass wir das System
das uns unterdrückt, zunächst mal abschaffen sollten. Aber bitte nicht gleich durch ein neues ersetzen von anderen Seiten. Und da muss man eben ein bisschen aufpassen. Da bin ich schon ein bisschen restriktiver. Ich möchte dann auch immer gleich wissen, was dann danach kommt, wenn wir dann mal so weit sind. Ne? Okay. Hier kommt noch was von Milene rein. Gerade Themen der Bilderberg-Konferenz. Schreibt sie, der Themenkanon erhält kaum überraschende Aspekte. Demnach geht es wie immer um aktuelles Weltgeschehen, wobei die Begriffe absichtlich meist so weit gefasst sind, dass ihre Aussagekraft zwangsläufig eher gering ausfällt. Nur darf man mit der berühmten an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, allein im öffentlich bekannt gegebenen Programm werden sich die Diskussionen nicht erschöpfen. Zu den Kernthemen zählt laut Bilderberg Meetings, können die USA und Europa schneller wachsen und Arbeitsplätze schaffen. Wahrscheinlich. Vielleicht ist der Trick, einfach die Sache genau umzudrehen. Ne? Und umgedreht würde es heißen, wie können die USA und Europa schneller schaffen, Arbeitsplätze abzubauen? Ne? Und ne? Sich zu verkleinern. Ne? Könnte man ja auch sagen. Okay, aber hier steht, Jobs, Ansprüche und Schulden, wie Big Data nahezu alles verändert, Nationalismus und Populismus, US-Außenpolitik, Afrikas Herausforderungen, Cyberkrieg und das Wachstum asymmetrischer Bedrohungen, Haupttrends medizinischer Forschung, Online-Unterricht, Versprechen und Auswirkungen, Politik der Europäischen Union. Also gehe ich es mal durch. Ne? Ich habe ja eben schon mal gesagt, können die USA in Europa schneller wachsen und Arbeitsplätze schaffen? Könnte man genauso umgekehrt sagen. Ne? Wie können wir schneller die Wirtschaft kaputt machen und die Leute in die Armut bringen? Denn da passt dann Jobs, Ansprüche und Schulden. Ne? Jetzt müssen sie mal langsam alle abrasiert werden. Ne? Jobs, ja, nur noch Sklavenarbeit. Ansprüche, was für Ansprüche? Ne? Okay, wie Big Data nahezu alles verändert, ist klar. Google, wie kann Google noch mehr alles tyrannisieren? Wie kommen wir jetzt mit der Sichtbrille direkt ins Schlafzimmer? Und da sind spezielle Wünsche wahrscheinlich in deren Hinterköpfen, die da ablaufen. Vermutung. Dann Nationalismus und Populismus. Ja, da haben sie große Angst davor, weil Nationalismus wollen sie abschaffen. Die Nationen sollen abgeschafft werden. Und Populismus, ne, also die Leutchen, die dann auch noch sich dafür einstellen, dass die Nationalität und Nation und so wieder stark sein muss und unabhängig und dies und jenes souverän. Und das ist eine Gefahr für die. Ne? Also hier steht, dass sie dieses Thema besonders behaken werden. Da werden wahrscheinlich auch die ganzen BRD-Dinge zur Sprache kommen. Wie können wir den Leuten doch irgendwie suggerieren, dass die BRD ein Staat ist, ne? Oder sowas. Und dann werden die ja so ordentlich an den Ohren gezupft, die da so viel Blödsinn gemacht haben. US-Außenpolitik, ja, wie viele Kriege verträgt das Land? Könnte man vielleicht sagen. Afrikas Herausforderung, wie können wir den Krieg wunderbar nach Afrika weiterführen und dort ordentlich ausbreiten? Und dann Cyberkrieg und das Wachstum asymmetrischer Bedrohungen. Mensch, wie kriegen wir die im Internet jetzt endlich mal klein? Wie können wir das Internet für uns endlich mal kontrollieren, dass die da nicht ständig das nutzen, um gegen uns zu wettern? Das ist die asymmetrische Bedrohung, die uns hier, die Machthaber, könnte man zum Beispiel da hinein interpretieren, könnten die diskutieren, ne? Also, wenn ich an deren Stelle wäre, ich würde da diskutieren. Okay, jetzt Haupttrends medizinischer Forschung. Mensch, wie können wir die noch schneller krank machen? Wie können wir denen doch jetzt endlich mal die Spritze setzen? Ja. Dann Online-Unterricht, Versprechen und Auswirkungen. Ja. Wie können wir denen noch mehr was vorlügen? Und was hat das für Konsequenzen? Und dann Politik der Europäischen Union. Jetzt holen wir uns die ganzen Versager da rein und werden denen im Nebenzimmer mal durch unsere bewaffneten Uniformierten durch die Mangel drehen, dass die nachher so ein bisschen geschreddert da wieder rauskommen.
weil die haben das so versaubeutelt alles mit ihren ungeschickten Vorgehen. Wo es werden ein paar Leute ausgetauscht. Ne? Okay, Entwicklung im Mittleren Osten. Warum geht es im Krieg nicht voran? Was los? Wir haben doch alles, wir haben alles drauf gesetzt. Wenn wir jetzt nicht Krieg machen, was? Dann werden wir, fliegen wir alle auf. Da wird wahrscheinlich sowas diskutiert. Und Zeitgeschehen, naja, wir wissen das ja. Die machen auch immer Planungen für die nächsten Jahrzehnte. Wahrscheinlich ist das wieder so ein Abschnitt. Also, okay, nehmen wir mal an, das hat jetzt, also ich glaube, in welche Richtung gehen wir dann noch weiter? Ne? Wann kommen die Roboter A, wann kommt die B-Generation der Roboter? Und wie können wir sie so programmieren, dass sie uns auf Gedanken zufliegen, gleich die Füße küssen oder sowas. Irgend sowas in der Richtung. Okay. Ja, dann schreibt sie weiter, allesamt unbestritten wichtige Themen, nur wird es nicht allein darum gehen, den Ist-Zustand zu erörtern, sondern vor allem die Zielsetzung und nötigen Aktionen zur Realisierung des Soll-Zustandes zu bestimmen. Genau. Ja. Erdogan erklärt der Protestbewegung den Krieg. Der türkische Regierungschef trotz der Protestwelle, Recep Tayyip Erdogan, will an dem umstrittenen Bauprojekt in Istanbul festhalten. Wir wissen ja, das ist so ähnlich wie Stuttgart 21. Ne? Haben die Leute gesagt, also hier mit uns nicht. Die Demonstranten würden von Terroristen gelenkt, wettert er. Der Eurohawk fliegt weiter über Bayern. Vom bayerischen Stützpunkt Manching hob die Drohne zu einem fast achtstündigen Testflug ab. Die Versuche mit dem unbemannten Fluggerät sollen dort Bundeswehr, BRD, Privatunternehmen, im mehrheitlichen Besitz der Rothschilds bis September fortgesetzt werden. Na klar, ne? Erstmal alle abhorchen, aushorchen. Wer wettert hier gegen die Wahlen? Ne? Vielleicht fliegt der hier auch dann über Basel mal. Oder Audi, die hören das dann wahrscheinlich ab da. Okay, gut. Klasse, Milen, danke dafür. Ja, also ihr seht, also Bilderberger, das ist das Steuerungsgremium jetzt hier für unsere Versklavung. So ein bisschen, oder? Hier schreibt jemand, nur mit dem Herzen sehen wir wahrhaft gut. Der Rest kann sich blenden lassen, wenn er nicht über eine innere Gabe des Sehens und Verstehens verfügt. Die Masse lässt sich leicht vom äußeren Schein blenden und jubelt den Verführern zu, die unser Land wissend und willentlich in völkischen Abgrund stürzen wollen. Es liegt an den tiefgründig Suchenden, sich nicht diesem Treiben anzuschließen und mit Entschlossenheit eine Wehr der Erkenntnis gegen dieses Seelenunheil für unser Volk aufzubauen. Wenn wir, die wir um manche Zusammenhänge scheinbar Bescheid wissen, diese Herkulesaufgabe nicht ausgestalten, wird es niemand tun und wagen. Weil jeder mit sich selbst beschäftigt ist und lieber dem anderen die Bürde überlässt, als selber kraftvoll zuzupacken. Herzliche Grüße. Ja, das ist klasse, was ihr mir hier reinsendet. Könnt ihr das auch noch tun hier, während ich auf Sendung bin. Unter radio@wakenews.net. Da ist auch nochmal ein Link zur offiziellen Bilderberger Teilnehmerliste. Ich hatte das auch schon veröffentlicht bei wakenews.net News, aber könnt ihr das gerne nochmal anschauen, ob sich da was verändert hat. Keine Frage. Ja, was sagt ihr hier im Chat? Wie sieht's aus? Ne? Da in der BRD gibt es viele gut getarnte Harp-Anlagen in ehemaligen Soldatenkasernen, schreibt hier jemand. Ja, so ist das. Oh Mann, ey. Ja, wir werden also von allen Seiten hier ordentlich gewürgt, ne? Sozusagen im übertragenen Sinne. Und Harald hat hier auch was reingegeben, Harald Trainer. Da hat er geschrieben, was hat er geschrieben? Breaking News. Lage an Elbe und Donau ist weiterhin kritisch. Jawohl. Und es gibt noch eine neue Sonnenfluxwarnung mit einem M-Player. Ja, so, meine, das ist ja nicht umsonst draußen warm, ne? Trotzdem die da sprühen und was weiß ich machen. Die Sonne können sie nicht 100% kontrollieren. Und deswegen war es eigentlich anders gedacht, ne? Aber jetzt hat die Sonne eben doch mal wieder zugeschlagen. Deswegen ist es ein bisschen warm, ne? Oder? Okay. Ja, klasse.
Dann schauen wir nochmal, ob wir hier was haben. Das ist gerade hier wieder umwälzen. Wieder weitergerutscht. Hier schreibt jemand was, das Problem von uns sogenannten Aufgewachten ist, dass es uns anscheinend nicht oder nur ungenügend gelingt, die 65 Millionen Schlafschafe in eine Art Unruhe zu versetzen, die dann die ganze Herde auf Trab bringt, den geistigen Weidezaun niederzureißen, um sich am herrlichen Grün der Wahrheit auf der anderen Seite des Zauns laben zu können. Wie schaffen wir das? Mit dem täglichen Kolumnen der geistigen Selbstbefriedigung, die auch einer gewissen Saturiertheit entspringt und uns von der Masse abhebt? Oder mit ein paar gut gemeinten Kommentaren? Oder lassen wir alles schleifen, weil die Herde lieber im Weidezaun bleiben und täglich zur Tränke geführt werden will? Wer reißt für die Herde die Zäune ein und lässt sich nicht überrennen? Will die Herde überhaupt auf eine neue Weide, die ohne Hütehunde gefährlich sein könnte? Wer will der gute Hirte sein? Wer hat die Kraft dazu? Solange es hier keinen gemeinsamen Nenner gibt, der die Herde schützend und beratend begleitet, sie, bis sie selbstbewusst auch die gefährlichsten Wege erklimmen und die fruchtbarsten Weiden erreichen kann, wird sich an der Schlaffunktion des einzelnen Schafes nichts ändern, weil das Schaf immer den bequemeren Weg wählen wird, denn sein Vorgänger schon gelaufen ist. Folglich werden auch in Zukunft die Vorbeter einer neuen Zeiten- und Weltenreise wichtig und notwendig sein, damit sich die träge Masse bewegt. Denn wenn alle Schafe plötzlich wild anfangen, kreuz und quer umherzulaufen, kann so manches Schaf sich auch ein Bein brechen. Schreibt er hier. Ja, gut, aber diese Auslöser können relativ schnell kommen. Wir haben das in der Türkei gehört, wo dann eine Türkin geschrieben hat, dass vor dem Fernseher sitzen, ne, quasi, dann mitkriegen, was da draußen los ist. Sagen, also das kann man doch nicht glauben. Also diese Entrüstung. Ne, und diese sagen, also das lasse ich mir nicht mehr gefallen. Die Schwelle kann irgendwann erreicht sein. Und dann, ja, dann hast du sie draußen. Ne, dann sind sie. Dann sind sie unterwegs, die Schafe. Okay. Hier kommt noch was. Nachfolgend sende ich dir einen Link, unter welchem in etlichen Online-Dokumenten ausführlich geschildert wird, wer genau unter welchem Vorwand für die misslichen Umstände auf unserem Planeten verantwortlich ist. Es wird beschrieben, wie wir manipuliert und beeinflusst werden, damit diese Wesen ihr Ziel erreichen können. Wenn wir über ihr System informiert sind, können sie uns nicht mehr manipulieren. Dadurch können wir ihren Plan durchkreuzen und uns selbstständig befreien. Ich möchte hier betonen, dass es hier sich hierbei nicht um Esoterik handelt. Du würdest den Menschen auf unserem Planeten einen unschätzbaren Dienst erweisen, wenn du diesen Link prüfen würdest und ihn dann auf deiner Webseite veröffentlichen könntest. Das werde ich machen. Aber ich muss es mir erst anschauen. Das ist mir jetzt hier in der Sendung schwierig, aber ja, ich gucke es mir an, und wenn es dem so ist und ich das so einschätze, warum nicht? Ist doch klar. Ja, klasse. Also weiter so, könnt mir ruhig noch ein paar solche Mitteilungen, Infos, Kommentare reinsenden unter radio@wakenews.net. Denn hier im Chat, ja, da steht kein Schäfer für die Schafe. Das ist die alte Zeit, die uns genauso weit geführt hat, was wir nun haben. Ja, ich denke auch, wir müssen da ein bisschen vorsichtig sein, um nicht von der vom Regen in die Traufe zu kommen, denke ich mal, ne? Oder? Ich muss mal einen Schluck Wasser trinken hier. Denn wir wollen ja nicht von einer Knechtschaft in die nächste. Ne? Da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, und das sage ich auch ganz offen allen gegenüber, die also uns jetzt hier erzählen, dass sie da wieder neue Struktur aufbauen oder da was Neues aufbauen und hier Königreich und da was weiß ich, Republik. Und ich bin da mal ein bisschen vorsichtig, weil wir müssen unbedingt immer zunächst mal prüfen, was man uns gegebenenfalls dort anbietet. Ne? Ich meine, es muss ja nicht unbedingt schlimm sein oder schlecht sein, aber wir sollten das sehr misstrauisch beäugen, ja, weil das Vertrauen ist weg.
Wer also jetzt hier immer auf das System gesetzt hat und gedacht hat, oh, dann wird's schon schön. Und alle die, die jetzt noch Vertrauen haben und damit einmal vielleicht brutal feststellen müssen, dass ihr Vertrauen schmählichst ausgenutzt wurde und sogar schlimmer noch gegen einen selbst verwendet wird, dann werden die mächtig sauer, ne? Oder? Hier schreibt einer, wir brauchen keine Regierung. Jawohl. alles nur Gelaber. Detlef, gell? Ich möchte Taten sehen, nicht Worte. Jo, mach Taten. okay. Hier schreibt einer, Detlef, sage mir durch, ich habe hier auf meiner Messstation einen UV-Index von 15,3 gemessen und nur 52% Luftfeuchtigkeit im Wald, schreibt der Harald. Okay, also aufpassen da, ne? Kann natürlich sich entzünden, ne? Oder? Hier schreibt einer, hab schon seit 3 Tagen Kopfschmerzen. Hier schreibt einer, geht einer zum Hambacher Fest am Wochenende. Ja, Hambach, das war ja wo es mal eine kleine Mini-Revolution gab, hier in der BRD. Deutschland war es noch, glaube ich. Also, gut. Hier, da schreibt noch jemand hier, da ist noch was hier im Skype gekommen, gerade von Milene. Wer sich noch vorkommen, hier Seehofer droht störrischen Bauern mit Enteignung. Die Flut ist noch nicht abgeklungen, schon beginnt die Suche nach den Schuldigen. Bayerns Ministerpräsident Seehofer, Privatunternehmen, hat die Landwirte im Visier und will sie zwecks Hochwasserschutz enteignen. In Bayern soll die Auszahlung der finanziellen Hilfen an die Hochwasseropfer schon in dieser Woche beginnen. Ich möchte, dass wir ein Modell sind für unbürokratisch und schnell, sagte Ministerpräsident Horst Seehofer, CSU, am Mittwoch nach einer Sitzung des Bayerischen Kabinetts in München. Am 4. Tag der Flutkatastrophe beginnt aber auch schon die Suche nach Schuldigen und Versäumnissen, die zu den Überschwemmungen geführt haben und nun politische Konsequenzen erfordern. Seehofer ist dabei fest entschlossen, bestehende Widerstände gegen den Hochwasserschutz zu brechen. Dabei befürwortete er auch Enteignungen von Grundstückseigentümern. Na, es geht los, ne? Ja, wenn es um das öffentliche Interesse geht, sagt Seehofer, im Konflikt von Gemeinwohl und Eigeninteressen müssten möglicherweise die rechtlichen Mittel verstärkt werden. Die Bankster wollen daran. Vor allem die Flüsse werden links und rechts freigeräumt. Ne? Übrigens schon eine Idee, die A.H. hatte, als er noch an der Macht saß. Auch eine interessante Information, die ich demnächst mal versuche darzustellen. Ne? Gucken wir mal, das klappt. Also das ist, wir wissen, dass diese Katastrophe, diese Wettersache durch Manipulation bewusst herbeigeführt wurde, um eben ja, Krisen und Katastrophen zu erzeugen, um dann Unliebsames besser und schneller umsetzen zu können und diejenigen, die dann betroffen sind, sich nicht mehr wehren können. Leider ist es so, dass die meisten, die dann da involviert sind, die betroffen sind, die dann darunter leiden müssen, nicht aufgewacht sind, bedeutet, dass die keine, dass die keine Ahnung haben, ne? Dass das alles gegen sie bewusst gerichtet ist, ne? Sonst würden die sich auch noch anders verhalten. Vielleicht kommt noch der eine oder andere drauf. Nur die Frage, wie viel Zucker sie denen immer noch geben. Ne? Zucker aufs Brot oder so. Na gut. Hier schreibt einer, es gibt nur eins. Arbeit oder Zahlung verweigern für die Verbrecher. Aber nicht jeder Einzelne für sich. Da fehlt noch was. Ja gut, das müssen wir alle machen. Ne? Stück für Stück. Aber je mehr, umso besser. Oder, keine Frage, also ihr könnt mir hier noch was reinsenden. Ich denke, das ist heute Anlass genug, das mal zu tun und auch mal auszusprechen, was hier so abläuft. Oder, hier schreibt was, hallo Dettel, vielen Dank für deine unermüdliche, aufrüttelnde Aufklärungsarbeit, die zudem auch sehr unterhaltsam ist. Danke sehr.
Quasi als Zusatzaufgabe sollten wir uns auch an der eigenen Nase fassen und neben der äußeren Matrix unsere innere Welt berücksichtigen. Wenn ich die kosmischen, hermetischen Gesetze wie innen, so außen etc. richtig verinnerlicht habe, ist die Arbeit an unserem Innenleben ebenso wichtig. Danach erkenne ich im Außen nur Dinge, Verhalten, Zustände, die noch unerlöst als Anteil in mir vorhanden sind. Sie spiegeln mir etwas und können damit zu meiner spirituellen Weiterentwicklung beitragen. Logisch wäre demnach, dass es dann auch eine Matrix in meinem Inneren gibt, die es zu erkennen und zu transformieren gilt, frei nach einer buddhistischen Sandwich-Bestellung eins mit allem. Vielleicht ein zweiter Handlungsansatz, der uns bald näher an die ersehnten menschlichen Lebensumstände bringen könnte. Ohne Frage spielen wir vom deutschsprachigen Deutschland, Österreich, Schweiz dabei eine wichtige Rolle. In diesem Sinne, keep your fire burning. Grüße aus Oberbayern. Jawohl. Da schreibt er noch unter, ein Scherz ist oft das Loch, durch das die Wahrheit pfeift. Japanisches Sprichwort. Okay, ja gut, man muss ja nicht alles immer so todernst wie in der ersten Reihe. Ne? Oh, die lesen das ja auch alles nur ab. Ne? Gut, das habe ich jetzt hier auch abgelesen. Okay. Hier schreibt dann, hallo Detlef, der Hüter bzw. Hirte der Schafe war schon längst da und ist für alle Sünden ans Kreuz genagelt worden. Jesus sagte, es ist die Wahrheit, das Leben und der Weg. Er ist unser Hirte, wenn wir wollen. Ja, danke dafür. Gut, das kann man auch aus der christlichen Sicht so sehen. Ja? Vielleicht trifft das auch für alle zu. Gute Frage. Hier schreibt jemand, das Paradoxe daran ist, dass dieses Volk mit jedem einzelnen Tag desinteressierter am eigenen Schicksal wird. Die Lügen und Unwahrheiten immer größer werden, aber sich im Volk keine Opposition regt. Und das nicht, weil sie verboten wäre, sondern weil das Desinteresse stetig wächst. Wie krank eine Gesellschaft ist, erkennt man gut an ihren Kindern. Neues aus der Bildungspolitik, das Zauberwort heißt Inklusion. Ziel demnach ist, Förderschulen zu schließen und die schwerst auffälligen Kinder gemeinsam mit den normalen zu unterrichten. Somit hat ein guter Schüler das Lerntempo des Schwächsten in der Klasse anzunehmen. Bereits wurden schon einige Förderschulen geschlossen. Ich als Erzieher habe beobachtet, dass Kinder, die 9 Jahre zur Schule gehen, nicht sinnentnehmend lesen und schon gar nicht rechnen können. Das Ganze wurde irgendwann in den 90er Jahren eingeführt. Das heißt, nach 9 Jahren Schule entlässt man die Schüler als Analphabeten mit dem Hauptschulabschluss. Wenn dem Volk selbst seine eigenen Kinder egal sind, ist dieses Volk nutzlos und gehört abgeschafft. Naja, gut, diese Inklusion beinhaltet ja aber auch nicht nur lernschwache Kinder, sondern bei der Inklusion, was eine UNO-Initiative, ein UNO-Projekt ist, Agenda 21, bedeutet, dass jetzt alle, die behindert sind, egal welcher Art von Behinderung, nicht nur körperliche, sondern auch geistige und so weiter, mit den Gesunden zusammenleben sollen, und zwar auf jeder Ebene, auch zusammenarbeiten, zusammen in der Schule und was auch immer. Das ist die Grundidee. Im Prinzip sehr lobenswert. Aber die Folge ist und die Absicht dahinter sind leider andere. Und da gebe ich dir insofern recht, was du da hier auch für den Kindern hier geschildert hast, so sehe ich es leider auch. Und vor allen Dingen wird dabei vor allem eins gemacht, Kosten eingespart, Leute freigesetzt, spezielle Kräfte, die vorher also sich intensiv um die besonders Bedürftigen haben kümmern können, sind dann nicht mehr da. Ja, da werden zum Teil wahrscheinlich auch weniger Qualifizierte eingesetzt, weil wie soll es sonst anders gehen, um dann eben die, die mehr Aufmerksamkeit brauchen, mehr Hilfe vielleicht auch brauchen, werden dann auch nicht mehr gefördert. Also das ist, da stinkt irgendwas. Diese Inklusionsgeschichte habe ich auch meine größten Bedenken. Also man sieht, Angriff von allen Seiten, das ist ein großes, komplexes Thema, wie man hier uns eindämmen möchte. Also, ja, das wird wichtig.
Okay, nochmal, ihr seid nicht unschuldig in diesem Deutschland. Ihr habt es erschaffen, habt ihr im Ernst geglaubt, ein Volk mit diesem krankhaften Selbsthass, das die Lüge mehr liebt als die Wahrheit und dessen einziges Hobby ist zu sein, scheint Andersdenkende beim Staat zu verpfeifen, hat ein Recht auf sein Land? Ihr traut euch doch nicht mal mehr, das einfachste Credo des Überlebens zu formulieren, Deutschland den Deutschen. Jedes Volk braucht ein Land, denn wo soll es sonst leben? Wenn aber diese einfachste Forderung bereits den Staatsschutz auf den Plan ruft, dann wird doch deutlich, dass nur die Ausrottung des deutschen Volkes die Staatsräson dieses Gebildes sein kann, oder? Und wie kann man dann Regierungen bestätigen, die diesen Ethnozid mittlerweile offen zugeben, doch nur dann, wenn man gar nicht mehr leben will? Schreibt hier jemand. Ja, ist schon gewisserweise traurig, ne? Wie die Menschen Gehirn durch einen Mangel, das Gehirn wurde richtig durch den Mangel gedreht. Ne? So schreit die Luft raus. Aber das Problem ist ja immer, dass die Generationen, ja, die jetzt also schon hier wieder verstorben sind, eben auch diese ganzen Informationen, die es früher mal war, oder wie man sich das vorstellen kann, die ja gar nicht mehr da sind. Die Leute wurden durch diese Mangel der Kultusministerien in den Schulen gedreht, ne, mit komplett gehirngewaschenen Lehrern und Lehrerinnen, die selber nicht wissen, was eigentlich los ist, ne, die auch das eingetrichtert bekamen und dass diesen Job machen nicht, weil es ihnen wirklich Spaß macht, vielleicht am Anfang, oder während des Studiums noch gedacht hatten, dass es so ist, aber die sind alle lustlos, die Leutchen. Kriegen gerade so viel, dass sie zufrieden sind und weitermachen. Aber es ist es eben nicht. Und es fehlt ihnen auch der Geist, dieser Spirit, dieser Wunsch, irgendwie etwas vorwärts zu bewegen. Die haben ein Programm, was sie runterratteln und rattern müssen. Die sind alle ausgelaugt und aber da hilft eigentlich nur Boykott. Ja? Einfach sagen, da mach mal, nimm mal mit. Und das ist für alle schmerzhaft. Da muss man dann einfach mal ein bisschen zurückstecken, vielleicht mit seinen persönlichen Zielen, oder muss seine persönlichen Ziele durchdenken, oder? Dann würde ich mal sagen, oder? Ja, also es gibt eine Menge zu tun, was wir tun müssen, um wieder auf die Hinterachsen zu kommen und uns gegen diese Dinge zur Wehr zu setzen, die ja die ganze Zeit hier auf uns rein prasseln, sozusagen. So, was steht da hier? Schreibt einer an Detlef und alle WordPress-Nutzer. Zur Info, massive Angriffswelle auf WordPress-Seiten, so schützt du dich. Und dann gibt es irgendwie einen Link. Ein Botnet greift derzeit WordPress-Installationen weltweit an. Über 90.000 attackierende IP-Adressen haben Sicherheitsexperten bereits registriert. Ziel ist vermutlich, nach erfolgreicher Attacke ein ungleich mächtigeres Botnet aufzubauen. Tja. Mann, oh Mann, ja, gut, aber deswegen, ich habe ja auch daraus gelernt, ich habe verschiedene Sachen, wenn eins nicht mehr funktioniert, dann kommt das andere und so kann man sich immer irgendwie helfen. Das muss auch so sein. Und wie gesagt, ich erinnere mich auch nochmal daran, könnt mich unterstützen, meine Arbeit, und könnt auch selber euch die Informationen dann holen. Ihr könnt bei mir die Sendung, die ich mache oder die ich gemacht habe, bestellen. Ihr könnt das Best of Detlef bestellen. Die Volume 1, tolles Angebot im Moment, 3 Stück für 15 Euronen. Das ist ja auch nicht meine Währung. Das ist einfach nur so. Mit Copyright ausgezeichnetes, buntes Papierchen. Aber es hilft mir, so ein bisschen hier die von Systemen von mir erpressten Zahlungen zu leisten, damit ich hier weiter operieren kann. Plus ein bisschen Porto, dann schicke ich euch das zu. Das geht auch. Ne? Könnt ihr machen. Nach Wahl. Ne? Alle Sendungen, die ich da hochgeladen habe, könnt ihr bestellen, wenn ihr wollt. So, was kommt hier? Oh Mann, das geht ja so schnell weg. Hier schreibt jemand, voll lucky, hier so krank, dass es nicht mehr lange lebt. Sie meint das System. Ne? Jedoch wird es nicht so einfach entschlafen. Ja. Und dann schreibt einer hier, Detlef, der Doramis schreibt es, Detlef, in 100 Jahren juckt das hier vermutlich kaum noch mehr, aber ich selber für meine Seele habe etwas mega krasses gelernt hier auf der Erde zwischen diesen elenden Menschen. Sind vielleicht gar nicht alles Menschen. Ne? Ole kann uns das bezeugen.
dass es nicht alles nur Menschen sind. Ja, ist schade, dass es nicht geklappt hat hier mit dem Neil. Der ist aber wahrscheinlich irgendwie noch unterwegs. Den kann ich nicht erreichen. Ich kann noch mal gerade gucken, ob er noch irgendwie auftaucht. Aber der ist unterwegs. Ne? Aber macht nichts. Wir werden am Samstag darüber dann besprechen können, was da alles so abläuft. Macht nichts. Das hat ja gerade jetzt angefangen. Ne? Das Desaster da bei Bilderberger. Ey, das ist ja so eine, das ist ja eine mega Verbrecherbande da, die da alle zusammenkommen. Diese Namen, die muss man überall verbreiten. Die Namen, die Firmen, alle die, die da auftauchen, die müssen als solche erscheinen im entsprechenden Kontext. Oder hier schreibt jemand, du solltest deinen Nachbarn immer freundlich grüßen, habe ich gemacht. Er hat circa ein halbes Jahr nicht gegrüßt, jetzt ist er wieder freundlich. Und hat sogar ein Gespräch mit mir angefangen. Ja, das ist gut. Immer, immer wieder Neubeginn starten. Nicht böse sein auf den anderen, notwendigerweise. Ne? Ich schreibe an Detlef, wie gefällt dir das neue YouTube-Design? Habe ich schon gleich am Anfang der Sendung gesagt. Da fällt mir nichts. Es ist nur noch Globalisten K-A-C-K-E. Kann jeder übersetzen. Wie er es möchte. So, also, das, ja, macht wieder alles nur Arbeit. Ich muss da wieder Zeit investieren und wieder jemanden bitten, mir da was zu machen. Und die, oh, nee, echt. Ich meine, du kannst ja selber nichts mehr machen. Ne? Alles muss dann nur, darf nur noch so und so. Und, als wenn ich nicht schon andere Sachen zu tun hätte, oder? Also, mein lieber Freund, schauen wir mal, ob hier was reingekommen ist von euch. Jemand sagte, ich wäre angenehmer in der Stimme geworden. Ich würde nicht mehr so bellen. Oder so reißerisch reden und Sendung machen. Stimmt das oder stimmt das nicht? Und mir jemand schreiben, wenn es möchte. So, wenn uns das Internet als Kommunikationsquelle verloren gehen sollte, dann ritzen wir eben Botschaften in Holz oder schreiben auf Rhabarberblättern, legen Spuren in Sand, verstecken Nachrichten in Gemüsebeeten, lassen Papierschiffchen den Bach hinunter schwimmen, es wird uns schon was einfallen. Jawohl. Oder ihr rollt die DVDs und die CDs vom Bergwunker. Okay, für den nächsten, der es auffängt. Gut, guter Punkt. Ja, Leutchen, also wie gesagt, es gibt noch ein paar Veranstaltungen, auf die ich irgendwie hinweisen sollte. Irgendwas hatte ich da, das war schon wieder so lang. Ja, irgendwas war da in Berlin, soweit ich weiß. Das finde ich jetzt so schnell nicht mehr. Irgendwas war da in Berlin gewesen. Gucke ich mal, ob ich das hier finde. Und dann das andere ist natürlich morgen, findet statt in Lindau. Das ist das Dreiländereck. Schweiz, Österreich, BRD. Eine ganz wichtige Veranstaltung statt, nämlich die Demonstration gegen den Terror durch Behörden, durch Jugendämter, vor allen Dingen in Bezug auf Kinder und das Kinder wegnehmen und die Familienzerrüttung. Also wer da das einrichten kann, sollte unbedingt nach Lindau kommen und die dortigen Menschen mit unterstützen bei dieser Sache. So, was war da noch? Irgendwo habe ich das gehabt, Mensch, fällt das hier nicht so ein. Und wer jetzt also noch möglicherweise irgendwelche anderen wichtigen Dinge hat, kann sich also bei mir melden. Ja, hier war das. Wir veranstalten aus eigener Kasse am 23.06.2013 in der Urania Berlin einen Nachmittag zum Aufwachen. Professor Dr. Bernd Senf und Andreas Popp halten Vorträge zum Thema Geld. Zins und Auswege daraus, aus unserem Finanzdilemma. Wir haben den Eintrittspreis so weit unten gehalten, dass wir ausverkauft sein müssen, um nicht auf den Kosten sitzen zu bleiben. Im Augenblick stagniert der Kartenverkauf ein wenig und deshalb möchte ich dich im Namen aller Stammtischmitglieder bitten, auf die Veranstaltung deiner Sendung ein- oder zweimal hinzuweisen, wenn du so nett wärst. Karten gibt's für 22 Euronen über antrovz.de, antrovz.de. Jo, klasse.
Also wer da Interesse hat, in Berlin ist oder da sich aufhält am 23. sollte da mal gucken. Ja. Kann ja nicht schaden. Ne? Oder? Man lernt immer dazu. Würde ich auch hingehen, ne? Aber ist ein bisschen weit. Okay, also, soweit mal klasse, dass ihr alle so geduldig wart zum Zuhören. Und wie ihr wisst, mache ich ja dann immer gleich anschließend noch eine Wiederholung der Sendung. Also, wer das nochmal hören möchte, sollte dann dranbleiben. Oder wer später eingeschaltet hat, der kann dann also das nochmal richtig voll hören, mit vollem Elan. Oder ja, die das ist mit dem YouTube. Wie gesagt, ich habe da auch anfangs der Sendung gesagt, wenn die da zu viel Ärger machen und so, dann gehe ich von da weg. Nur solange das Alf irgendwie noch sinnvoll ist, bleibe ich da drauf. Und das ist natürlich ein verknüpftes Medium, wo ich da schon ein paar Jahre drauf bin. Und so, und aber sonst machen wir es eben selber auf der eigenen Webseite, die wir ausbauen wollen für Break News. Da sind wir noch dran. Das ist auch eine aufwendige Sache. Ne? Schauen wir mal, ob wir das vielleicht da hinkriegen. Möchte auch nochmal darauf hinweisen, Wake News Radio ist auch jetzt mit deutschsprachiger Sendung rund um die Uhr verfügbar. Alle meine deutschsprachigen Sendungen sind dann dort zu hören, wer da reinhören möchte. Und wir haben den Wake News Music Channel als Radio, wo man auch 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr klasse Musik hören kann von Künstlern, die ausschließlich also ich nehme nur ausschließlich Musik, die von Leuten, die hier also uns die Musik zur Verfügung stellen, gegen das System sind, also nicht Systemlinge, und das ist auch wichtig, dass wir denen eine Plattform bieten. Also wer Lust hat, kann dort mal mit reinhören. So, und jetzt habe ich hier ausgangs noch eine Musik von, glaube, Radiant Roland ist das, mit Space. Und während wir dann umspulen zur Wiederholung der heutigen Sendung, kommt dann noch von Jerry Ferguson, kommen zwei Pianostückchen, Arabian Lament und der Summer Blues. Und danach geht die Wiederholung los und ich arbeite dann hinter den Kulissen an der Erstellung des Videos. So, ein paar Stunden Arbeit am Tag. Hey, hört ihr? Also Leutchen, klasse, dass ihr da wart. Ist der Detlef von Wake News Radio. Wir sehen uns am Samstag, Leute. Diesen kommenden Samstag, 8.06.2013, um 13 Uhr mittags bin ich dabei mit 2 Stunden. Und da werden wir wieder heiße Sachen erzählen. Könnt ihr mir auch entsprechende Infos und so wieder reinsenden. Also, bis dann. Ciao, ciao. Wake News Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net.